kommen im WM-Studio von der Ursula Lüsser. Ich habe für den speziellen Anlass auch ein T-Shirt gebastelt. Yes, es sind halt tolle Flaggen von Ausdruck. Ist ja egal. Ich habe gedacht, man könnte eben jetzt einfach zwei Begrifflichkeiten erklären, damit sie mit ihren Freunden einfach mitdiskutieren können, wenn es um die WM geht. Prösprin. Das Erste ist, was bedeutet WM? Das ist eine Abkürzung und heisst WM. Wichtige Match. Wegen dem schauen, dass so viele Leute WM. Wo findet WM statt? Die WM findet in Brasilien statt. Das ist ein bisschen komisch, weil vor 4 Jahren ist es schon in Südafrika. Ja gut, wie auch immer. Wer ist CH-Trainer? CH-Trainer, das Schweizer Trainer, da haben sie jetzt einen neuen müssen organisieren, der passt an WM auf Brasilien. Dort ist vor allem in Manaus nämlich extrem also heiß. Wegen dem heisst der auch Heißplatz. Hitzfeld. Das ist der WM-Trainer von der CH-Mannschaft. Was ist Hand? Hand. Hand. Also ich muss die Brille anlegen zum Lesen. Hand. Hans, das ist ein Erfinder vom Fußball, der Hans Fußball. Dann haben wir hier Offside. Offside ist in so einer Badeart in der Südtürkei. Es ist Englisch, heißt Offside. Und das bedeutet auf die Seite. Das ist, wenn zu viele Leute rum, dann kann man Offside, auf die Seite, auf die Seite. Bis dann der mit dem Fleckchen auf der Seite ganz fest Fleckchen. Und dann springen da alle weg und man kann das Goal schiessen. Lieblingsspieler. Mein Lieblingsspieler, das ist der Kleine, wie heißt der Lionel, wie heißt der? Das wäre so lustig, wenn der würde zum Vornamen Adieu heißen. Denn jedes Mal, wenn das Goal gibt, rufen alle Adieu Messi!